Wir haben einen Kreis und einen Punkt gegeben. Was wir sofort ablesen können vom Kreis. Der Mittelpunkt hat die Koordinaten plus 4 und minus 1. Und der Radius ist Wurzel 49, also 7. Das heißt, wir haben also einen Kreis und einen Mittelpunkt. Der Radius ist 7. Und irgendwo haben wir einen Punkt, von dem ich nicht weiß, liegt er außerhalb oder innerhalb. Jetzt mache ich also Folgendes. Ich bestimme den Abstand vom Mittelpunkt zu P. Und zwar über die Formel Wurzel aus x1 minus x2 Quadrat plus y1 minus y2 Quadrat. Die x-Werte von m und p sind 4 bzw. minus 8. Und die y-Werte sind minus 1 und 4. 4 minus minus 8 sind 12. Quadrat minus 1 minus 4 sind minus 5. 12 Quadrat sind 144, 5 Quadrat sind 25, zusammen sind wir bei 169 und Wurzel aus 169 ist 13. Das heißt, ich weiß also Folgendes: Der Abstand vom Mittelpunkt zum Punkt P ist 13. Und damit ist natürlich logisch, der Abstand von P bis zum Kreis ist die Differenz. Von 13 bis 7 sind 6. Und natürlich liegt der Punkt P außerhalb, weil ja der Abstand zum Mittelpunkt größer ist als der Radius. Ich habe also beide Fragen mit einer Rechnung beantwortet. Also, ich weiß, P liegt außerhalb vom Kreis und ich weiß, der Abstand zum Kreis beträgt 6 Längeneinheiten.